Und jetzt bei unserem Gast zum Kaffee begrüßen wir eine außergewöhnliche Musikerin aus Dresden. She's gonna rock ya, she's gonna roll ya. I'm gonna tell you, it's still, it's cold. Let's get crazy for Natalia Pastova. Ich muss mal sagen, eine Frau, ein Flügel und so viel Leidenschaft. Herzlich willkommen, Natalia Pastova. Ich würde es jetzt noch mal versuchen. Also ich habe mich sozusagen an meinen Russischunterricht erinnert. Tschentschina pianino im nogno sasto stas trasti dobro polschalovac. Was passiert? Also das war sozusagen nur noch mal übersetzt, eine Frau, ein Flügel und so viel Leidenschaft. Genau. Russisch ist leider lange her, aber ich habe mich zumindest bemüht. Ich habe erkannt. Sie haben es verstanden, ja. Dieses Freund. Nee, schön, dass Sie da sind, herzlich willkommen. Und ich würde das mal so zusammenfassen, Ihren Besuch. Er ist für uns in doppelter Hinsicht eigentlich besonders schön. Zum einen natürlich, weil wir heute mit Ihnen reden können, über Ihr Leben ein bisschen mehr erfahren. Sie spielen heute live bei uns einen Titel von Queen. Und, liebe Zuschauer, wir können dann ganz stolz behaupten, wenn Ihr kometenhafter Aufstieg weiter so läuft, können wir sagen, bei MDR um 4 war Natalia, ja, ist noch ganz am Anfang. Und darüber freuen wir uns sehr, denn wir sind stolz. Schön. Dankeschön. Sie leben ja seit 11 Jahren in Dresden. Richtig, ja. Sind Sie in Leningrad oder in St. Petersburg geboren? Was sagen Sie? Das war genau, der ist noch Leningrad gewesen. Ist gerade ja, noch so. Genau, ist gerade so noch die Zeit gewesen, wo es noch alles angefangen hat mit Umbruch und alles Mögliche. Ja. Aber es war noch Leningrad. Aber es ist ja eine spannende Zeit damals gewesen. Also ja, auch. Es war nicht einfach. War nicht einfach? Nee, natürlich nicht. Das war schwierig. Haben Sie sich denn hier jetzt eingelebt nach der Zeit? Also St. Petersburg und Dresden sind zwar Partnerstädte, mhm, aber irgendwie doch anders. Ja, also St. Petersburg ist eine wunderschöne Stadt, Dresden natürlich auch, aber in St. Petersburg hatte ich in dem Moment nicht gesehen, wie ich weiterkommen sollte. Es war genau diese Zeit von Umbruch und ich wusste nicht genau, wie es weitergehen soll. Und da habe ich einen Wettbewerb gewonnen. Ich habe studiert an der Musikhochschule in St. Petersburg und der Professor aus Dresden, sein Name ist Arkadi Zenzeper, der saß in der Jury und ich habe es gewonnen. Der war sehr begeistert von meinem Spiel. Ich weiß noch, ich habe Rachmaninov Klavierkonzert Nummer 3 gespielt und der hat gesagt, okay, Natalia, warum kommst du nicht einfach weiter bei mir zu studieren? Ich unterrichte in Dresden, das ist schön. Und da dachte ich, okay, warum eigentlich nicht? Ja, also probier ich mal. Großer ja. Schritt, darüber werden wir dann gleich noch sprechen. Ich meine, Ihre Familie lebt ja auch immer noch in St. Petersburg. Ne? Ja. Genau, ist Fernbeziehung. Mhm. Schwarz mal gleich. Wenn Sie aber Fragen haben dazu, liebe Zuschauer, dann rufen Sie uns an. Natalia beantwortet sehr, sehr gerne Ihre Fragen 0802 15 15 und die 18. Und bevor wir hier ein bisschen mehr von Ihnen erfahren, bevor wir zwei miteinander schwatzen, schauen wir aber uns noch ein bisschen was an, was Sie so ja, auf den Tasten so können. Dieses Video hat 1 Million Zuschauer verdient. Das sagen nicht wir, sondern sagt Queen-Gitarrist Brian May. So etwas habe er noch nie gesehen und gehört. Natalia Pastova spielt in dem Video ihre ganz eigene Interpretation von Flash, einem Queen-Titel, der nicht zu den allerbekanntesten zählt, aber nun eben auch das echte Queen-Umfeld geflasht hat. Dazu gehört auch Peter Freestone, jahrzehntelang einer der engsten Freunde und Vertrauten von Freddie Mercury. Natalias Interpretationen haben es ihm angetan. Natalia's version is almost retro, but going back a century or two. Ihre Versionen sind ziemlich retro. Sie geht 1-2 Jahrhunderte zurück und gibt der Queen-Musik damit einen anderen Touch. Es gibt so viele Queen-Coverbands auf der ganzen Welt, aber die versuchen alle wie Queen zu klingen. Aber Natalia haucht den Queen-Hits neues Leben ein. Giving the music a new input, a new life.
Die Mischung aus Klassik und Rock und Pop scheint Natalia in die Wiege gelegt worden zu sein. Die Mutter liebte klassische Musik, der Vater spielte in einer Band, die Beatles-Songs coverte. Und Natalia bekam schon seit frühester Kindheit Klavierunterricht. Bei einem Wettbewerb wurde sie schließlich entdeckt und an die Dresdner Musikhochschule geholt. Inzwischen ist sie dort Dozentin. Aber die reine Klassik genügte ihr irgendwann nicht mehr. Natalia wollte nicht einfach nur Interpretin sein, sondern ihre eigenen Ideen in die Musik einbringen. Mit ihrer Mischung aus Queen und Klassik hat sie das geschafft. Peter Freestone, der 20 Jahre an der Seite von Freddie Mercury verbracht hat, würde diese Musik nun am liebsten in die ganze Welt tragen. Jeden Abend woanders. Natalia wird nicht nur am Flügel sitzen und ich werde nicht nur am Rand stehen und über Freddie erzählen. Es wird ein Miteinander sein, ein Abend voller Unterhaltung, in der Hoffnung, dass die Leute mit einer kleinen Träne im Auge wieder nach Hause gehen und auch mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Heute haben wir ein Lächeln im Gesicht, freuen uns, dass sie da ist. Natalia Posnova. Schön ist das. Das ist wirklich bewundernswert, wenn man ihre Finger so über die Tastatur fliegen regelrecht sieht. Fliegen und spazieren. Ja, das ist schon sehr beeindruckend. Musik spielte ja in ihrer Familie schon immer eine große Rolle. Ne? Ihre Mutter liebt klassische Musik, ihr Vater war aber eher so der Rockige. Genau. Mit einer Beatles. Ich kann nicht sagen, so richtig große Rolle. Also sie sind nicht hauptberuflich, keine Musiker hauptberuflich, ne, auf jeden Fall. Aber sie lieben Musik. Und meine Mutter wollte immer, dass ja genau in die klassische Richtung. Und Papa hat in der Beatles Tribute Band gespielt. Genau. Bassgitarre. In der Sowjetunion. Genau. Das war schwierig, oder? Das war schwierig. Und sie müssten einfach, damit überhaupt man an die Musik rankommt, mussten sie das Radio nach Gehör abspielen und dann irgendwie nach Gehör spielen. Es gab keine Noten, keine Platten. Das war schwer zu kaufen. Abenteuerlich. Abenteuerlich. Machen die heute noch Musik, ihre Eltern? Nein, nicht wirklich. Also wir fassen sie leben damit, dass ich Musik mache. Ja, sie schauen meine Videos an und freuen sich. Sie haben angefangen mit Spielen mit 5 oder 6? Mit 5. Macht man das freiwillig? Ja, eigentlich hatte ich schon Klavier zu Hause stehen. Und schon als ich 3 Jahre alt war, habe ich Klavier gehabt. Und ab und zu einfach mal vorbeigelaufen und die Tasten irgendwie mal gedruckt. Und meine Mama hat bemerkt, dass ich richtige Tasten drücke einfach. Das heißt, okay, sie hat wahrscheinlich ein absolutes Gehör. Hat sie dann mich in die Musikschule gebracht. Also ich habe das schon gern gemacht, von sich alleine. Das hat mich interessiert. Klavier. Ja, also es kam schon so von Ihnen heraus. Also das war jetzt nicht so ein Zwang, dass Sie sagen, du musst. Jetzt muss in die Schule. Ja, genau. Aber ich muss sagen, solche Momente gab es auch. Also in Pubertät, manchmal dachte ich, okay, ich muss ja wieder üben. Ich weiß, ich liebe das. Aber mit Freunden ein bisschen Zeit verbringen, das muss man auch, will man manchmal. Ja. Wir schwatzen gleich mal über Queen, aber wir haben Herrn Neubüßer in der Leitung und er hat eine Frage an Natalia. Hallo. Hallo. Ja, Strasbourg, Natalia. Oh, herrlich. Strasbourg. Was mich interessieren würde, ist, Sie sind ja hier in Mitteldeutschland und hier kommen ja Händel und Bach her. Sie sind hier geboren. Oh, ja. Das sind ja die Urklassiker aus Deutschland. Mhm. Was halten Sie so von denen? Ich liebe diese Musik und ich habe... Ich liebe auch Händel, aber allerdings habe ich nicht so viel gespielt. Man spielt als Pianist nie so viel Händel. Das ist kein typischer Komponist für Klavier sozusagen. Ja. Aber Bach habe ich sehr viel gespielt und liebe Bach. Besonders die Fugas, Präludien und Fugas, ist ein Pflichtstück in der Musikhochschule, wenn man studiert. Und das, jeder Pianist macht sich einen Weg durch diese Musik von Bach. Ja, ist wunderbar. Und gibt es noch eine Tournee durch Mitteldeutschland? Wie bitte? Ob Sie Konzerte in Mitteldeutschland noch geben? Auf jeden Fall. Ich werde im Moment gebe ich keine Konzerte in den nächsten paar Monaten, weil ich mich gerade auf meine Queen-Tournee vorbereite. Und ich plane im nächsten Jahr, hoffentlich ab Frühling, auf eine große Tour zu gehen. Na, das ist doch ein Angebot, dann schon mal sich eine Karte zu reservieren, Herr Neubüßer. Dankeschön für Ihren Anruf. Gibt es ein Autogramm und eine CD? Oder? Nee, ein Autogramm? Ja. Ja, Autogramm kann sie Ihnen schreiben. Genau. CD ist noch am Entstehen. CD kommt noch später. Kommt noch. Dankeschön. Tschüss. Danke. Tschüss. Ist passiert. Danke, Daniel. Sehr schön. Es war nicht so gestockt wie bei mir. Schön. Dann kam aber Queen.
Ja. Wieso nur ausgerechnet Queen, Natalia? Wieso ausgerechnet Queen? Okay, Beatles und Queen, das waren die zwei Bands, die mein Vater mir vorgespielt hat als Kind. Noch am Kassettenplayer damals gab es noch diese. Und gerne habe ich das gehört. Ich liebe Freddys Stimme. Und alle diese Jahre habe ich natürlich nur Klassik gespielt, aber zum Spaß immer Rockmusik auch gespielt. Vor 2 Jahren allerdings bin ich eines Morgens plötzlich aufgewacht und an Freddie Mercury gedacht. Aufgewacht und an Mercury? Ja, ja, ich war irgendwie an meiner Krise. Ich habe eine schwierige Zeit erlebt vor 2 Jahren. Das war eine persönliche Krise gehabt und ich wusste auch nicht so genau. Ich war nicht ganz zufrieden nur mit dem klassischen Musikspiel, muss ich sagen, ganz ehrlich. Ich wollte etwas mehr. Ich dachte, mein Weg ist irgendwo in der Nähe, aber noch etwas außer nur klassische Musik. Und ich weiß noch, das hat geschneit. Es war Winter, war sehr kalt und es war so wunderschön draußen. Ich saß zu Hause, schaute mir den Schnee, wie es fällt, schönen Schneeglocken. Und ich habe mich erinnert, dass ich als Kind das Lied, eines von den letzten Liedern von Freddie Mercury gehört habe. Es hieß A Winter's Tale, ja, Wintermärchen. Ja. Und da habe ich gedacht, das ist wunderschön. Auf YouTube gegangen, angehört. Und mich verliebt und weiter nächstes Lied von Freddie gehört. Ich habe angefangen zu googeln und anzuschauen. Mein Gott. Es ist auf jeden Fall eine Leidenschaft und das kommt von Ihnen. Ja, plus, ja, total. Niemand hier. Und das Schöne ist, dass eben Queen Sie insofern geadelt hat, also Brian May und Firestone. Genau, und hat gesagt, Sie dürfen. Und jetzt freuen wir uns, dass Sie nicht nur dürfen, sondern spielen. Sie werden live einen Titel spielen, nämlich welchen? Who Wants to Live Forever? Who Wants to Live Forever? Das ist ein Soundtrack zu einem Film. Ja. Highlander. Highlander, genau. Ein wunderschöner Film. Dann würden wir Sie bitten, am Flügel Platz zu nehmen. Und ja, ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, viel, viel Vergnügen. Sie hat vorhin schon so ein bisschen geprobt und wir im Studio, wir waren hier alle ganz mucksmäuschenstill. Also dann viel Spaß jetzt mit Natalia Poznova und Who Wants to Live Forever? Thank you.
toll. Das klingt großartig. Man muss auch sagen, also man hört das Lied, man erkennt es. Das ist das Wichtigste. Aber das Schöne ist, man erkennt eben auch ihren Stil. Also das heißt, sie nehmen es komplett auseinander und setzen es dann wieder zusammen. Richtig, oder? Ich mixe einfach irgendeinen Rocksong an sich zusammen mit klassischem Stück. Genau. Also das heißt, sie nehmen es auseinander und ist da auch ganz viel Improvisation dabei? Mhm. Oder ist es das so, dass Sie sagen, sie suchen also ganz genau die Noten aus und die Stücke, die quasi da dazwischen passen? Also es ist keine Improvisation. Auf jeden Fall, das ist fertige Stück. Ich spiele jedes Mal so wie jetzt. Ja? Also es wird genau so auf der Platte so sein. Genau. Ich nehme nur dazu, ich nutze einfach Instrumente, die ich kenne, die ich gelernt habe. Zum Beispiel, es riecht ziemlich sehr nach Rachmaninow, dieses Stück. Mhm. Ja, nach Sergei Rachmaninow Musik. Ja? Ja. Und ein anderes Stück hat etwas von Prokofiev, etwas von Beethoven. Zum Beispiel Schomaske on. Ich verrate ein kleines Geheimnis. Es ist ein neues Stück Schumanns geworden und das mixe ich ein bisschen mit Beethoven Mondscheinsonate. Das ist ja schon ganz schön mutig auch. Ja, genau. Aber es muss passen. Das ist das Wichtigste. Also das heißt, Sie probieren es dann schon und sagen, okay, vielleicht, die Kette. Okay, danke schön. Danke. Das heißt also schon, Sie fühlen das auch, ob das zusammenpasst. Also es kann auch sein, dass Sie sagen, Beethoven passt doch nicht, diese Mondscheinsonate. Also sieht folgendes aus. Ich überlege mir erstmal, was ich für einen Titel wähle und sofort überlege ich mir, in welchem Stil das sein könnte. Und das schreiben Sie dann alles auf oder wie? Nee, ich schreibe, das ist viel zu viel Arbeit. Ich habe genug Arbeit. Ich nehme auf mit meinem Handy. Mhm. Mit dem Telefon. Ich nehme auf, ich probiere ein bisschen. Okay. Das hat ja so, dann muss ich auf jeden Fall mein Telefon dabei haben. Ja. Habe ich mein Telefon aufgenommen, höre mir das an. Okay, in dieser Stelle sollte etwas anderes rein. Probiere ich ein bisschen anders. So. Okay, schön. Wunderbar. Macht Spaß, Ihnen zuzuhören. Und was auch Spaß gemacht hat, uns mit Ihnen durch Dresden zu laufen. Natalia hat uns nämlich mal ihr Dresden gezeigt. Dresden ist eine Stadt, die mir sehr am Herzen liegt. So eine schöne Innenstadt gibt es nirgendwo. Und die Frauenkirche und Neumarkt ist die Gegend, die ganz besonders und wunderbar ist. Das ist die Musikhochschule Dresden, Karl Maria von Weber. Und in diesen Wänden hat für mich alles angefangen. Hier bin ich gelandet, als ich aus St. Petersburg nach Dresden kam. Hier habe ich mein Studium absolviert und jetzt bin ich hier als Dozentin tätig. Dass sie hier gelandet ist, hat durchaus auch mit Zufall zu tun und natürlich mit ihrem Können. Jedenfalls schlug sie vor mehr als 10 Jahren den gleichen Weg von St. Petersburg nach Dresden ein, wie ihr Professor und Förderer. Ich habe einen Klavierwettbewerb in St. Petersburg gewonnen und Herr Arkadi Zenzeper, der in der Jury saß, hat mich nach Dresden eingeladen. Und deswegen bin ich in diesen Wänden heute in der Musikhochschule und ich habe hier ein Masterstudium absolviert. Von verträumt bis kraftvoll, von melancholisch bis himmelhochjauchzend. Natalia Posnova hat alles im Repertoire, was die 88 Tasten hergeben. Alle wichtigen Klavierkomponisten hat sie schon gespielt. Bach, Beethoven, Liszt, Chopin, Rachmaninow und wie sie alle heißen. Und manchmal sitzt sie dann nachts ganz alleine hier. Hier übe ich ab und zu in der Musikhochschule, weil zu Hause bin ich eine ganz anstrengende Nachbarin und ich habe Mitleid mit meinen Nachbarn. Ich muss jeden Tag bis 5 Stunden üben und das kann sehr schnell kompliziert werden. An der Musik von Queen hat es übrigens nicht gelegen, dass ein Nachbar sogar mal ausgezogen ist. Schuld waren da eher 2 Menschen aus St. Petersburg, Natalia Posnova und Igor Strawinsky, bekannt für seine schwierigen Werke. Wobei Natalia ja eigentlich in einem Dresdner Stadtteil wohnt, in dem es öfters schrill und nachts auch gern mal etwas lauter zugeht. Dem Stadtteil mit der größten Kneipendichte. Wir sind in Dresden-Neustadt. Das ist eine ganz spezielle Gegend. Es gibt nirgendwo so etwas Ähnliches. Obwohl erinnert mich ein bisschen an Soho in New York. Es leben viele Künstler hier. Es wird hier sehr viel gefeiert. Und gleichzeitig gibt es auch Ruhepol. Es gibt schöne grüne Hinterhöfe, wo man sich zurückziehen kann. Und in so einem Hinterhof wohne ich auch. Und hin und wieder kann ich auch richtig Klavier üben und richtig krachen lassen, dass meine Nachbarn auch nicht stört. Und zur Not gibt es ja inzwischen hochwertige elektronische Klaviere.
die einen Kopfhöreranschluss haben. Genau, so ist es. Haben Sie sich mit dem Nachbar wieder versöhnt, der ausgezogen ist wegen Ihnen? Also ich habe ihn nicht wieder gesehen. Er hat sich sozusagen auch nicht mehr in Ihre Nähe getraut. Nein. Aber das machen Sie jetzt auch nicht mehr. Sie haben gelernt, dass man im Haus nicht so viel übt. Nein, trotzdem mache ich. Aber ich passe ein bisschen auf. Zum Beispiel, man darf offiziell bis 10 Uhr, bis 22 Uhr üben. Manchmal übe ich 22:30. Aber dafür fange ich nicht um 8. Man darf offiziell um 8 anfangen. Da mache ich nichts. Ja, habe ich ein bisschen Mitleid. Okay. Ich muss ein bisschen soziales Leben auch. Ja. Wir sind alle Sozialwesen. Ja. Sie verstehen sich jetzt noch mit Ihren Nachbarn? Die ja, alle sie sind sehr freundlich gerade. Ja. Noch. So sind wir Dresdner. Wir begrüßen Herrn Lohwaser in der Leitung. Schönen guten Tag. Ich grüße Sie auch alle beide. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass ich durchgekommen bin. Na gern. Ich habe eine ganz freundliche Bemerkung erstmal. Ich finde, Ihr Beruf ist ja wirklich eine Berufung. Und ich freue mich auch, dass Sie Ihr Klassikspiel mit Queen erweitern und möchte gerne mal wissen, was Sie für Ihre Zukunft vordergründig geplant haben. Also mehr Konzertpianistin, vorwiegend Dozentin, vorwiegend Queen-Konzerte oder ähnliche Rock-Interpretationen, das wäre meine Frage. Okay, vielen Dank. Auf jeden Fall, als nächstes ist Queen-Tournee geplant und zwar... das sollte eine Show sein. Ich bin gerade an der Vorbereitung. Ich hoffe, dass am Herbst ist es schon fertig, dass wir im Frühling nächstes Jahr schon auf Tour gehen können. Und das ist eine Piano-Show, Instrumental-Crossover-Show mit Queen-Musik, mit Begleitung von Sinfonieorchester und Band. Das heißt, erstmal vordergründig Queen ist an der Liste. Und dann später, es kann sein, eine andere Band oder vielleicht sogar meine eigene Musik eines Tages. Wäre auch ein Traum von mir. Also auf jeden Fall hat Natalia noch eine ganze Menge vor. Vielen Dank, Herr Lohwaser. Ich danke für die Beantwortung. Danke. Dankeschön. Und weil es so schön ist, Ihnen zuzuhören, schauen wir jetzt noch mal in wunderschöne Szenen rein. Freude am Spiel ist unübersehbar, Natalia. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, das brave Mädchen am Flügel oder am Klavier sind Sie nicht, oder? Das brave Mädchen? Ja. Wenn das Üben betrifft, bin ich sehr brav. Ja, das ist schon wichtig. Nee, das ist klar. Aber ich meinte so, auch das Outfit, das ist ja sehr speziell. Das ist, ja. Sieht toll aus, sieht Dankeschön. Großartig aus. Ich bewundere das auch, wie Sie mit solchen Schuhen Klavier spielen können. Das haben wir jetzt, glaube ich, auch in dem Beitrag gerade gesehen oder jetzt sehen wir es auch, die Kollegen schneiden es gerade rein. Also, dass man überhaupt damit spielen kann, das ist schon sehr bewundernswert. Es gibt viel Schlimmeres. Das stimmt, die Roten, die wir auch gerade gesehen haben und ich glaube, die Roten waren die ersten, die sie sich diesbezüglich gekauft haben. Da gibt es eine Geschichte dazu. Ja, also ich wusste schon, dass ich Fleischstück spielen soll und das sollte dieses rote Outfit sein. Das wir auch gesehen haben, ne, mit diesem schönen Haarband. Okay. Das hat Ornella Muti getragen in dem Film. Das ist der Charakter von Ornella Muti, Princess Aura hieß sie in dem Flash Gordon Movie. Und ja, dazu
bräuchte ich natürlich rote Stiefel. Und ich habe vergeblich gesucht in Deutschland. Ich war auf einer Reise in New York mit meiner Familie. Dann habe ich in New York alle Läden durchgestöbelt, nichts gefunden. Dann bin ich mit meinen Eltern zusammen auf einem Spaziergang in Soho gewesen. Und da hat Mama gesagt, oh, guck mal im Schaufenster, guck mal, diese rote Stiefel, genauso wie für dich. Oh, sofort rein, das war ein Sexshop. Ein Sexshop. Okay, und die Mama hat es entdeckt. Ja, und der Papa hat sich, oh, was ist interessant. Ja. Schön, steht Ihnen auch. Dankeschön. Kann man nicht anders sagen. Was sagen da die Kolleginnen? Also gibt es da auch so Frauen, Pianistinnen, die sagen, liebe Natalia, also wir Pianistinnen sind eher züchtig? Ich habe keine richtige Kolleginnen in dem Sinne, weil niemand macht sowas, wie ich mache, in so einem Genre. Ja? Das ist so eine Mischung. Aber ich gehe nicht in die Hochschule so. Ich gehe nie in die Hochschule so, in diesen roten Stiefel zum Beispiel. Oder irgendwo, wenn ich klassische Konzerte spiele, muss ich nicht unbedingt, rein klassisch muss ich nicht das tragen. Ja, es ist nur für spezielle Shows. Es sieht auch toll aus und schön. Es ist auf jeden Fall ein Gesamtkunstwerk. So, finde ich, empfindet man das. Mhm. Mhm. Ihre Familie lebt noch in Petersburg. Sie sind ja schon ein Familienmensch. Fehlt die Ihnen? Wie machen Sie das so? Ja, natürlich. Aber heutzutage die Möglichkeiten, wir skypen jeden Tag mit meinen Eltern. Man sieht sich per Skype, per Computer. Und natürlich kommen sie ab und zu und ich fahre ab und zu nach St. Petersburg. Und wir treffen uns in New York auch. Da lebt auch meine Tante. Mhm. So. Wo sehen Sie sich in 10 Jahren? Wieder in Petersburg oder in New York oder in Dresden in der Neustadt? Ich bin auf jeden Fall ein Weltmensch. Ich sehe mich nicht nur in Dresden, in Leipzig, in St. Petersburg. Ich sehe mich überall. Ist egal, wo ich bin. Das ist, mein Zuhause ist mein Klavier für mich. Wirklich. Und das können Sie überall mit hinnehmen? Das kann ich überall mitnehmen. Oder einen mieten. Sehr schön, Natalia. Vielen, vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind. Es war eine schöne halbe Stunde. Sie spielen wirklich bezaubernd Klavier. Liebe Kollegen, da gibt es noch mal einen Applaus, würde ich mal so tippen. Ja. Dankeschön. Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute. Und ja, wir sehen uns mit Sicherheit wieder im Konzert, oder? Ja.